denken Sie denn, wie viel zu Filmball das jetzt für Sie ist? Also ich glaube, ich war 68 beim ersten Filmball. Ja, und da war das ja noch im Deutschen Theater. Und da kann man sich vorstellen, immer wenn es einen Filmball gab, jetzt haben wir ja Pause gehabt, war ich dabei, also kann man sich ungefähr ausrechnen. Das ist, glaube ich, heute der 49. Also war ich schon ziemlich oft dabei. Gab es da, an welche Begegnungen, Anekdoten erinnern Sie sich an die Pause? Ich habe so viele tolle Erlebnisse gehabt und eben auch Kollegen getroffen, die man sonst nicht trifft oder so. Ich habe also, das kann ich gar nicht aufzählen, aber wirklich tolle Erlebnisse. Und ich finde ganz toll, dass der Filmball in München bleibt. Ja, das ist ganz wichtig. Worauf freust du dich heute Abend? Ich finde, der Filmball ist irgendwie gerade zu Beginn des Jahres so der Auftakt in der Branche und irgendwie kommen alle zusammen und man trifft alte Bekannte und Freunde und verbringt einfach mal einen netten Abend. Ja, du bist ja jetzt bei dem Chantal-Film wieder mit dabei und die Rolle begleitet dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Wobei, ich verrate euch eins, ich bin nicht Danger. Okay. Kannst du da mehr zu sagen? Mehr darf ich, glaube ich, nicht sagen, außer dass der Film am 28. März ins Kino kommt und Chantal ins Märchenland reist und ich nicht Danger bin. Ich war sehr überrascht, gestern bei der Münchner Filmwoche zu lesen, dass der Spitzname schon Ende Dezember ins Kino kommen soll. Ist es so? Fangt ihr jetzt sofort an zu drehen? Ja, wir fangen gestern an zu drehen. Ja, wir fangen wirklich bald an zu drehen, aber ich bin auch überrascht, dass ich irgendwo schon... Ich habe ein Poster schon gesehen und ich so, wann habe ich dieses Poster gemacht? Ich weiß nichts davon. Neuer Rekord. Ich werde die Konstantin dazu befragen. Aber es soll ja auch in den Alpen spielen, also wartet ihr schon noch, bis es Frühling wird, oder? Oder wird es eine Schneehochzeit? Doch, ja? Mit dem Schnee. Ach, tatsächlich, okay. Mit dem Schnee tatsächlich. Bin ich gespannt. Bei das Signal ist ja auch bald der Netflix-Start. Gibt es da auch noch eine Premiere vorher eigentlich? Oder ist das weiß ich gar nicht, ob Netflix groß Premieren macht. Ich glaube, es gibt eine Teampremiere. Muss man mal sehen. Mich würde interessieren, wie war da die Zusammenarbeit zu dritt, das Drehbuch zu schreiben? Habt ihr euch das so folgenweise aufgeteilt? Gab es sowas wie einen Head-Autor oder wie war da so die Zusammenarbeit? Naja, ehrlich gesagt war es so, dass die Geschichte quasi von Nadine erdacht war und dann ging es natürlich daran, daraus eine Serie zu machen, was nochmal ein anderes Tier ist. Und da haben wir viele, viele Runden gedreht und am Ende habe ich mich nochmal angesetzt. So war der Ablauf. Alles klar. Okay. Und dann noch Glückwunsch zum Erfolg von Wochenendrebellen, jetzt fast 1 Million Zuschauer. Ich hatte mal gehört, dass dann auch über eine Fortsetzung nachgedacht wird, wenn es so zu seinem Erfolg kommt. Es wird generell, wenn es erfolgreich ist, gerne mal über Fortsetzungen nachgedacht. Aber da muss man, glaube ich, drüber reden, was da der Sinn der Geschichte ist. Weil das war ja nur eine wahre Geschichte. Da können wir uns jetzt nicht einfach irgendwas ausdenken. Aber gerade war jetzt noch, was noch ein zweites Buch gibt, wäre da ja auch Potenzial, weil die beiden noch mehr in der Zwischenzeit erlebt haben. Es stimmt. Aber also ich... Ich bin gespannt zu hören, was Sie erlebt haben, ob das für einen Kinofilm halt reicht, weißt du? Ja. Auf welchen Kinofilm oder welche Kinofilme freust du dich in nächster Zeit, die jetzt starten? Tatsächlich ganz viele. Ich habe gerade The Holdovers, kann ich wirklich empfehlen. Der fängt jetzt nächste Woche an, am 25. Von den deutschen Filmen, ich bin gespannt auf Chantal im Märchenland, muss man ehrlich sagen. Ich freue mich sehr auf Gladiator 2. Und... Da freue ich mich natürlich auf Trunk. Der hat am 26. Januar auf Prime Cut. Jetzt im Januar startet Mean Girls, das Musical der Film. Und ich habe den gerade in New York gesehen und der kommt, glaube ich, nächste Woche in Deutschland raus. Und ich kann allen nur sagen, die Fans von 2000er Popkultur sind, dass sie sich den angucken sollten, weil das viel Spaß macht. Und im Laufe des Jahres kommt eine Dokumentation über Bob Mackie raus, dem Designer, der unter anderem Outfits von Cher gemacht hat. Und darauf freue ich mich auch sehr. Ich freue mich tatsächlich total auf diesen Horrorfilm, mit Milan Farouk. Home Sweet Home. Weil dann habe ich gestern noch mal einen Filmpreis-Ausschnitt gesehen. Das sah ganz toll aus. Der ist ja so in einem Shot gedreht, ohne Schnitt. Der startet, glaube ich, am Donnerstag. Und ansonsten freue ich mich auf alle Filme, in denen interessante Perspektiven erzählt werden und Frauen mitmachen. Ich habe Milli Vanilli damals so live erlebt und freue mich sehr, dass der jetzt im Kino läuft. Und freue mich, den mir nochmal anzuschauen. Ich fand den grandios und die haben den Bayerischen Filmpreis gestern bekommen. Gratuliere nochmal allen, ganz herzlich. Darauf freue ich mich sehr. What kind of feeling is it to get the award yesterday? You know, it's amazing that after so many years the story was being told, but told properly. And then those two guys did an amazing job at making people feel what it was like to walk in our shoes. So kudos to them. Without them, it wouldn't be what it is, you know. So I'm really thankful that it's being told the way it's being told. Yeah, you could be very proud of it. Very proud of them too, because I'm an artist, they're artists, and I can see while watching the movie that I felt some of the emotions that I had forgotten sitting there. So they went deep in order to make me feel that.
They did a fantastic, fantabulous, smashing job. Thank you. You have plans now? Another film plan? Film plans? Or music? Well, music, yeah. Lots of music coming this year. Lots of music being released. I can't speak on it right now, but it's going to be like, we won't take it out of the park. You can't bet on that. Okay. Yes. You saw last night, performing is it's nothing foreign to me. Okay. And there's more to come. Okay. Schon so wahnsinnig viele TV-Produktionen mitgemacht. Gibt es was Sie noch unbedingt irgendwie mitnehmen wollen? Ach, ich möchte immer noch ganz gerne tolle Rollen spielen. Ich möchte mal ganz gerne, weiter drehen können natürlich. Spielfilme machen, wenn es geht. Und natürlich mache ich auch gerne Fernsehen, aber Spielfilme ist halt doch ein bisschen toller. Ja. Und, was gefällt Ihnen daran besser? Ja, Kino ist Kino. Ja. Das ist halt so. Die große Leinwand ist halt anders als die kleine Bildschirm. Aber wie gesagt, ich drehe auch gern fürs Fernsehen, aber das Spielfilm ist halt schon die Nummer eins. Gehen Sie gerne selber ins Kino? Natürlich, ja. Klar. Ich gehe vor allem sehr gerne am Nachmittag, da habe ich meine Ruhe. Das ist voll. Was ist da Ihr Snack, den Sie mitnehmen? Nehmen Sie überhaupt einen Snack mit? Nein, das hasse ich. Ja? Deswegen gehe ich nicht gerne am Abend, wenn die alle knüspeln und jeder macht so seine Dinge auf. Wenn mich der Film interessiert, möchte ich zuhören. Und wenn ich dann immer das ganze Knacken und Raschen höre, deswegen ist das der Trick, ich gehe am Nachmittag, das sind nicht so viele Leute da. Wie würdest du dein Verhältnis so beschreiben zwischen Kino gehen und Streamingdienste nutzen? Ah, ja. Also es ist nicht einfach. Ich wohne auf dem Lande, ja, hier ein bisschen außerhalb von München, Richtung Ammersee. Und dann fällt es mir echt abends schon mal schwer, ins Kino zu gehen. Aber ich finde, meine Frau und ich sagen öfter, komm, jetzt gehen wir ins Kino. Deshalb, Kino ist nochmal ein anderes Erlebnis als zu Hause. Streamingdienst, also wirklich, ich kann nur sagen, Kino ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist das auch, seitdem ich ein kleines Kind bin, ich bin früher in den Frankfurter Zoo-Kino gegangen, für 2 Mark, das war grandios, am Sonntag konnte man sich alle Filme angucken. Wow, okay. Ja, das war toll. Habe ich noch nie gehört. Cool, nee. Dass es das mal gab. Das gab es mal und das ist leider weg. Deshalb, also für mich ist Kino ganz wichtig. Es kommt immer so ein bisschen auf die Lebensphase an. Also wenn ich zum Drehen weg bin, dann gehe ich ganz viel ins Kino, weil ich dann Zeit habe, sozusagen, nach Abend. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch mal auf der Couch und bin nur am Flätzen und gucke irgendwie Kinderfilme mit meinen Kindern an. Wahrscheinlich ist das Letzte, was ich gesehen habe, einfach Frozen. Zum 70. Mal. Ich gebe ehrlich zu, die letzten Jahre waren Streamingdienste tatsächlich viel, viel mehr wie Kino, weil ich einfach dadurch, dass ich das Kind hatte, kommt man nicht mehr so viel weg. Ich liebe aber ins Kino gehen und ich entdecke es gerade so ein bisschen wieder für mich neu, weil mein Sohn jetzt älter ist und jetzt schaffe ich es immer wieder auch mehr abends wegzugehen und genieße es total. Und ich finde wirklich, dass man es eigentlich nicht vergleichen kann, weil es einfach, das ist so ein Erlebnis ins Kino zu gehen. Man geht raus, man trifft Leute, man erlebt mit, wie die alle auch auf den Film reagieren und dadurch hat man an dem Abend so richtig was gemacht. Und beim Stream ist ja eher so, dass man so schön zu Hause rumgammeln kann, wenn man nichts machen will. Oder deswegen, auch nebenbei sogar noch was anderes machen. Genau, ich mache dann die Wäsche oder kochen oder sonst was. Und deswegen ist es schon einfach ein Erlebnis, ins Kino zu gehen. Ich finde es auch total schön, dass es immer mehr dazu wird. Also, dass jetzt so viele alte Kinos sich so rausputzen. Und ich liebe Popcorn, das gehört dazu. Und süßes oder salziges? Am liebsten gemischt. Also, ich frage immer, ob sie es mischen. Also, ich nutze wahrscheinlich mehr Streamingdienste, aber geht tatsächlich relativ häufig ins Kino. Ich habe eine Kinokarte und bin da ganz gerne. Ich finde es irgendwie ganz schön, in der Gemeinschaft zu schauen. Ich finde es schön, wenn es ein großer Screen ist. Ich finde es schön, wenn es ein cooles Soundsystem ist. Deswegen würde ich wirklich alle darum bitten und irgendwie auffordern, ins Kino zu gehen, was da ein tolles Erlebnis ist. Also ich gehe wirklich leider wenig ins Kino, aber wahnsinnig gern. Und ich finde, Filme sind fürs Kino gemacht und ich unterstütze auch die kleinen Kinos und habe da eine Überzeugung und Streamingdienste nutze ich auch. Für Fußball. Nicht jeden Tag. Oder? Nein. Okay, jetzt würde mich interessieren, wahrscheinlich kann man dazu natürlich noch nichts Spruchreiches sagen, aber wurde im Pumuckl-Team darüber gesprochen, ob es rein theoretisch auch weitergehen könnte noch mit der Serie? Du hörst jetzt nichts Gegenteiliges von mir. Was steht für dieses Jahr bei dir noch an? Also nach Girl You Know It's True hoffe ich, dass da noch mehr kommt. Ja, ich hoffe, dass heute der Film war erstmal erfolgreich und lustig wird. Und das ist erstmal mein nächster Step. Okay. Was wäre denn für dich erfolgreich? Bitte? Was wäre denn für dich erfolgreich? Mit der Gruppe hier alles zu zelebrieren und das zu feiern, was wir gestern erreicht haben, als bester Film. War es denn schwer für dich, dich von der Rolle Robert Pilato zu lösen? Also denkst du noch oft an ihn? Oder?
ja, es war ein sehr sensibles Thema und auch eine sehr sensible Vorbereitung mit sehr viel Respekt. Aber ich glaube, meine Aufgabe als Schauspieler ist es auch, die Rolle wieder loszulassen. Und das braucht natürlich Zeit und die Zeit habe ich dann mit meiner Familie verbracht. Ist Milli Vanilli denn auch in deiner Playlist gelandet oder ist das alles Vorbereitung, ist Arbeit für dich? Spotify müsste mir eine Provision geben. Ja, verstehe. Was ist denn, was hörst du denn so allgemein für Musik privat? Privat? Ja. Boah, all about the black music, like Afrobeats, Dancehall, yes. Reggae, damit bin ich aufgewachsen. Gibt es so ein Lieblingsliebeslied für dich? Lieblingsliebeslied? Ja, gibt's ja einige Lieder über die Liebe. Come on, let's say Girl, I'm Gonna Miss You. No! Yes, that's very strong. I said that, bro. It's true. Aller Lieder links ist für Dog Day Afternoon wahrscheinlich. Und der letzte Film, den du gesehen hast? Im Kino oder Streaming? Ganz egal. Saltburn. Kein Lust auf ihn. Ja, krass. Wirklich ein krasser Film. Geht wahnsinnig unter die Haut. Wahnsinnig provokativ. Unfassbar toll gespielt. Krasse Kulissen. Also sehr empfehlenswert. Und wie ist so die Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen gewesen? Jetzt so die letzten Jahre ja eigentlich schon. Ja, tatsächlich. Aus der Filmreihe. Tatsächlich ist das natürlich sehr dankbar, wenn man sich jetzt schon so lange kennt. Fucky Goethe 1 ist jetzt in diesem Jahr dann 11 Jahre her. Und jetzt drehen wir den vierten Film in dieser ähnlichen Kombination zusammen und das hilft natürlich wahnsinnig, wenn du dich schon so gut kennst und auch gerade den Regisseur Borat Aktekin und aber auch meine Kollegen Jella und Gizem und also da wächst sowas zusammen und man weiß, wie der andere drauf ist, wie der andere reagiert und ja, das funktioniert dann und macht auch einfach noch mehr Spaß. Sind dadurch auch Freundschaften entstanden? Absolut. Ja. Also Arbeitszeit ist Lebenszeit und die verbringen wir da mal sehr gut, weil es wirklich eine Fuck you Goethe Family geworden ist. Ja, wir verstehen uns alle sehr gut. Das heißt, ihr trefft euch auch privat, feiert auch mal Geburtstage zusammen? Ja, wir wurden jetzt die Reihe, wann war das? Letztes Jahr? Oder nee, vor 2 Jahren doch schon, glaube ich. Oder war ja das 30. Wenn so. Sie war natürlich der einzige von allen, glaube ich, der nicht in Berlin wohnt. Aber wenn ich in Berlin bin, dann sehen wir uns und ja, quatschen. Also, das ist schon eine Freundschaft. Ja, cool. Ja, ja. Spielst du, eine Frage, spielst du lieber lustige Rollen oder ernste? Ich glaube, das Schöne an dem Beruf ist ja des Schauspielers, dass es eben nicht nur, dass es nicht jeden Tag derselbe Bürojob ist, sondern ich habe irgendwie jeden Tag was anderes im besten Falle. Und so ist es auch bei der Rollenwahl. Also ich spiele wahnsinnig gerne Komödie, aber dann auch irgendwie wieder was Ernstes, ein Drama zu spielen, das erfüllt mich erst so richtig. Morgen ist in München eine große Demo gegen rechts. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland steht im Moment auf. Wie wichtig ist es? Na, es ist sehr schön, wenn es so wäre, dass ganz Deutschland aufsteht. Ist das so? ich glaube, es ist insofern wichtig, ich will da jetzt nicht so wohlfall sein, es ist insofern wichtig, dass wir das Gefühl haben, es gibt uns. Weil gerade hat man das Gefühl, es gibt eher die anderen Leute. Und für mich geht es gar nicht so sehr um links oder rechts, weil ich finde, innerhalb des demokratischen Spektrums muss man auch aushalten, dass Leute eine andere Meinung haben als ich. Worum es mir geht, ist, dass es eine Tendenz dazu gibt, sich von der Demokratie zu verabschieden und von unserer Verfassung. Und diese Verfassung haben wir uns mühsam unter Blut und Tränen von vielen anderen unschuldigen Menschen erarbeitet. Und deswegen ist das die größte Angst, die ich habe. Ja? Weil Demokratie ist ein Kacksystem und es ist schwierig und es ist sehr, sehr schwer, eine Demokratie mit der Welt mitzuhalten. Aber das andere war einfach keine Lösung. Das haben wir erfahren und nur weil jetzt die Generationen aussterben, die das erfahren haben, am eigenen Leibe, darf man das trotzdem vielleicht noch wissen.